Wenn du den Chocobo aber schneller reitest, als der Chocobo rennen kann, verliert er bald seine Ausdauer. Mit den Pfeiltasten kannst du den Chocobo nach links oder rechts, okay. Und mit okay bekommst du einen Geschwindigkeitsschub, ja, weiß ich auch. Hä? Ich denke mit okay kann ich wechseln, ob der... What the fuck? Natürlich verbrauchst du so deine Ausdauer schneller. Manche Gobos sind etwas ungezogen und können nicht gleichmäßig rennen. Sie haben deshalb auch keine große Ausdauer. Bei diesen Gobos solltest du manuell Steuerung wählen, damit ihre Geschwindigkeit drosseln kannst. Noch einen letzten Rat für die Rastlosen. Wenn der erste oder zweite Chocobo die Ziellinie überschritten haben, drücke Start, um das Rennen zu beenden. Okay. Ja, komm, dann machen wir es nochmal. Aber ich verstehe es nicht. Also ich habe doch gerade... Ich habe doch eigentlich nicht... Ja, komm. Die kurze Bahn. Hm. Ja, wie mein dummer Chocobo auch halt überhaupt nicht auf mich hört, weißt du? Oh Mann, warum sind die alle so viel schneller als ich? Ganz im Ernst. Das ist halt echt sau behindert. Ich drücke jetzt L1, R1 zusammen und passiert aber nichts. Komm schon, ey. Ich hab halt gelenkt, Junge. Willst du nicht mal... darüber gehen jetzt, du Affe, ich hab dich gefüttert und alles. Ja, jetzt bin ich halt Letzter. Och Mann, das kann doch nicht wahr sein. Mit was muss ich dem Tier irgendwie Heroin geben oder so, damit er schneller rennt? Das kann doch gar nicht sein, dass das Vieh so scheiße ist. Los, Junge, geh mal alles jetzt hier. Ey, der läuft halt die ganze Zeit rechts vor die Wand, links. Warum? Bist du dumm, sag mal? Ey, der hat schon am meisten Ausdauer, ne? Und jetzt bin ich... durch irgendein Miracle bin ich jetzt Erster. Fast. Doch nicht. Weil der Spast natürlich weiterhin die ganze Zeit links gegen die Mauer rennt. Boah, du scheiß Tourette-Kind. Echt? Oh Gott. Ja, wunderbar. Wie es einfach... Ja, jetzt racen die mich alle. Ja, jetzt überholen sie mich alle noch. Weil ich kann nicht mehr ausdauermäßig irgendwas machen. Ja, gut. Hat sich erledigt. So. Vierter geworden. Ja, prima. Ja, ich hab verloren. Okay, da bringt so nix. Weil der einfach noch zu langsam ist. Wo ist die Station? Ich muss das Tier erst dopen gehen. Macht so keinen Sinn. Erstmal ordentlich Dope in das Tier hauen und dann ansonsten bringt er gar nichts. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Chocobo Billy. Kauf irgendwie, weiß ich nicht, von irgendwas kaufe ich eine ganze Menge Kraut und stecke das volle Kanne in die beiden Viecher rein und danach gucken wir mal. Ich kaufe jetzt einfach, ich pumpe die total voll. Ich kaufe von jedem Kraut, was der Chocobo Billy im Angebot hat, kaufe ich 20 Stück und fütter jeweils 10 Stück an einen von den beiden. Und danach sind die eigentlich so gedopt. Da sollte eigentlich nichts mehr schief gehen dürfen dann. Und wehe, dieses Scheißvieh hört dann nicht darauf, wenn ich irgendwas sage, dann wo ich lang reiten will. Dann gibt es richtig. So, nein, das ist falsch. Ich will darüber. Ja, so, zack. Ich bin da. Ey, Billy. Yo, yo, Billy. Kaufen. Hallo. Kaufen.
Kaufen. Nein, keine Nuss. Gemüse. So, davon 20 20 20 20. So, was geht? Und jetzt wird erstmal ordentlich rumgefüttert. Füttern. Gisaat, bla bla bla. Was war das Schlechteste? Das war, glaube ich, das... Ist scheißegal eigentlich. Welche Jacobo willst du füttern? Du kriegst erstmal 10 Stück davon. Ab rein in den Wanst. Ja, Speed plus, Ausdauer plus, die kommen besser aus. Also hört das jetzt besser auf mich, ist das so? So. Dass ich das aber immer neu machen muss, ist ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gisaat-Gemüse. Und jetzt wird halt der andere Junge gefüttert. So, komm, Rainer. Ausdauer, sie kommen besser aus, okay. Anscheinend ist ja schon schnell genug oder so, ich weiß es nicht. Aber das werden wir gleich rausfinden. Füttern. Das Kraka, Karaka, Karaka-Gemüse. Karaka, Karaka. Raka-Maka-Phone, dum-dum. Freestyler. Karaka-Maka-Phone. Was geht? Intelligenz plus. Das ist eine Frau. Wofür braucht die? Na, okay. So, füttern. Weißt, also das Karaka-Gemüse ist eigentlich das Nutzloseste, ganz im Ernst. Weil, was habe ich davon, wenn mein Chocobo, ein Tier, auf dem ich einfach nur reiten möchte, wenn er intelligenter ist. Ich habe nicht vor, mir von dem irgendwie, weiß ich nicht, ein Buch schreiben zu lassen. Sie kommen besser aus, alles klar. Ja, komm, gib her, Junge. Ich muss schneller meine Tiere dopen. Tentalgemüse. Morgens Arugnal, abends Tental. Speed plus, Ausdauer plus, Intelligenz plus. Sie kommen besser aus. Das ist ja ein gutes Zeug, wa? Boah, jetzt gleich, Junge. Das ist der Oberchocobo. Wenn ich damit das nächste Mal an der Bahn bleibe, werden alle so denken, oh mein Gott, was ist das für ein Tier? Was ist damit passiert seit dem letzten Mal, dass er da war? Hat er es umgebaut? Ist es ein Roboter? Ja. Ja, und Ausdauer plus, Intelligenz plus. Der kann nicht schneller werden, kann das sein? Der ist anscheinend schon ziemlich schnell. Sieht so aus. Kaufen, füttern. So, was haben wir noch? Das Kuriel-Gemüse, also das Ganze müssen wir noch zweimal machen. Kuriel-Gemüse und das Mimet-Gemüse. Hier, Fräulein. Und ich erwarte gleich, dass du ordentlich anfängst zu rennen. Speed und Ausdauer plus, die kommen besser aus, das finde ich gut. Und weh, du hörst nicht. Kommst auf die Schlachtbank, kleines Fräulein. Füttern. So. Ach, da habe ich das eine übersehen. Siehst du mal. Ja gut, dann mache ich das auch noch eben. Parmesan-Gemüse oder sowas. Ja, ja, komm, gib Gas. Intelligenz plus, sie kommen besser aus. Gut. Naja. So, und dann mache ich jetzt auch noch das letzte. Mimet-Gemüse. Dann kriege ich auch noch 10 und dann bin ich mit der alten schon mal durch. Und Speed plus und sie kommen besser aus. Ja, also das ist doch schon mal, also relativ gesehen schon mal ein Erfolg gewesen. Ja, so was da jetzt an Statuswerte so hochgeploppt sind, ist das soweit schon mal gut. Müssen wir das Ganze mit dem anderen auch noch, mit dem anderen Jungen eben machen. Gucken, was der davon noch hat. Na Jung, schmeckt. Okay, Intelligenz plus und halt... Sie kommen besser aus. Also schneller machen kann ich den irgendwie nicht. Der scheint wirklich irgendwie schon sein Maximum Speed für seine Klasse zu haben oder so. Oder der ist einfach zu faul, um mehr rennen zu wollen.
Kann ich aber verstehen, ich würde auch nur rennen, wenn ich müsste. Ausdauer plus und sie kommen besser aus. Gut, ist prima. So, komm, noch den letzten jetzt. Und dann, Junge, dann trete ich da mit meinen absoluten Gott-Pokémon-Chocobos im Race an. Nein, die wollte ich gar nicht. Ah, fuck, und jetzt muss ich das ganze Menü nochmal neu aufrufen. Ich hasse dich. Füttern. Geht's halt auch noch langsamer. Ja. Gib Gas jetzt hier. Yeah. Gute, was? Keine Besserung. Okay, cool. Dann, naja, eigentlich nicht cool, weil dann habe ich Geld für umsonst ausgegeben. Aber hey, weißt du, ich bin so bling bling rich, baby, yo. Dass es mir eigentlich egal sein kann. Ich hätte eigentlich einfach einen guten Chocobo von jemandem abkaufen können, oder? So fucking rich, wie ich bin. Njom. Man kann auch irgendwo, einen goldenen Chocobo kann man, glaube ich, geschenkt bekommen. Wo nochmal? Ich guck mal eben, vielleicht ist der ja einfacher zu bekommen, als den anderen zu züchten. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay, keine Ahnung. So. Aha, guck mal, ich lese gerade nach, dass auf der Rennbahn ein grünes oder ein goldenes Chocobo zum Beispiel haben einen Vorteil, weil die von diesem Wind am Ende nicht abgelenkt werden. Aha. Aha. Ja, das ist ja natürlich ein mega Vorteil, ne? Also einen grünen Chocobo dann zu haben, ist dann natürlich eine geile Sache. Oder einen goldenen halt natürlich direkt. Also sollte das so ungefähr unsere Zwischenbilanz oder unsere Zwischenziel werden. Eins von den, also wenn kein goldenen, dann zumindest den grünen zu kriegen erstmal. Ja, komm, gib Gas, Junge. Welcher jetzt? Eigentlich ist das gut, wenn die jetzt... Ja, ja, komm, komm, ja, ja. Möchtest du lange, kurze Bahn? Ich möchte die kurze Bahn. Viel Glück, hau rein. So. Ja, es läuft jetzt ein bisschen schneller und es hat ein bisschen mehr Ausdauer. Und wir laufen gegen den, der ist ein bisschen schneller als wir, aber mit einer Menge weniger Ausdauer. Der ist langsamer und der hat weniger Ausdauer. Der ist genauso schnell und hat weniger Ausdauer. Der ist langsamer und hat weniger Ausdauer. Der ist langsamer und hat weniger Ausdauer. Eigentlich, wir müssten halt eigentlich brutalst schnell und gut gewinnen. So. Ich laufe jetzt erstmal so, bis die Hälfte unserer Ausdauer weg ist. Gib ich hier Gas. Das ist so jetzt. So, und dann warte ich nämlich jetzt gleich. Laufe ich jetzt erstmal normal. Und wenn die dann uns gleich ein bisschen näher kommen, dann gebe ich wieder Gas. Da, der Blaue, der ist, fängt an zu rennen. Ich mag das nicht, bitte auf. Also siehst du, einmal den Chocobo ordentlich gedopt, Junge, dann geht das auch. Und jetzt, wo ich besser mit dem Tier auskomme, kann ich den auch lenken, wie ich Bock habe. So, nochmal kurz rennen, ein Stück. So, jetzt sind wir doch gleich da fast. Komm, nimm mal die enge Kurve hier, enge Kurve, genau, so ist gut. Braves Tier. Weißt du, du musst nur ein bisschen gedopt werden, ein bisschen unter Drogen gesetzt werden, dann machst du schon Beispiel. Das ist ein guter Ratschlag für alle Wege im Leben. Dope die Leute um dich herum und dann machen sie, was du willst.
Guck mal, was für einen abgefuckten Vorsprung wir jetzt haben. Oh, wie geil das ist. So, ich renne jetzt einfach davon. Es geht. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ihr seid alle kacke. Also hier, dieser Wind, der würde uns dann nichts mehr machen. Wenn wir grün haben. Erster geworden. Na, 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 na. Was geht? Na, 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 na. Was geht? Ich bin Erster. Na, na, da, 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 da. So. Ja, yeah, ich hab gewonnen. Du kannst keine Karten gegen einen Artikel. Was? Du kannst deine Karte gegen einen Artikel. Ich will GP. Gib mir immer GP. Ja, ja, komm, GP. Weil die kann ich besser gebrauchen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Ja, so, ich will nochmal reiten. Ja, natürlich nochmal mit Choco. Ja. So, wer reitet diesmal mit? Der ist ein bisschen schneller, aber langsam. Julia. Die Robin, Robin. Langsamer und weniger Ausdauer. Oh, viel schneller, aber weit weniger Ausdauer. Mike. Ja. Ah ja, Mike, so sieht das also aus. Wolltest du mir alles versauen, ja? Langsamer und weniger Ausdauer, langsamer und weniger Ausdauer. Meister Ausdauer im Game. Was geht? Komm, Choco. Gib alles. Mädel. Aber erstmal Abstand gewinnen. Machen wir gerade eben. Wir ziehen erstmal durch, bis wir so Hälfte ungefähr Ausdauer weg haben. Das ist so jetzt. Dann nehmen wir natürlich die kurze Bahn. Laufen sehr eng um diesen Zylinder drumherum. Lassen wir uns nicht großartig ablenken. Ich bin Pokémon Chocobo-Meister. Ah, jetzt wird es hier langsam wieder gerade. Zumindest gerade ein Stück weit. Ja, die fangen an zu rennen da hinter uns. Das gefällt mir nicht. Los, Choco gibt alles. So. Jetzt direkt hier rüber. Immer die Kurven eng nehmen. Sparen wir Zeit durch. So, jetzt hier wieder rüber. Ideallinie fahren sozusagen. Boah, guck mal, wie weit wir weg sind von denen. Ey, einmal ein bisschen dieses Vieh gedopt und schon bin ich einfach der Master of the Universe, weißt du? He-Man. Ja. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen. Ja. Ja, ja. Deine Mutter. Ja, ja. So, wie sieht das aus? Ab durchs Ziel. Und zweite Runde gewonnen. So einfach ist das. Ja. Wie geht es? Hä? Mein normales, futziges, aber mega mit Steroid vollgepumptes gelbes Chocobo hat eure farbigen besiegt. Feuerzahn bekomme ich. Aha. Ich habe gewonnen. Kannst du gegen GP eintauschen? Gegen GP eintauschen. Sind 10 wert. Ja, GP. Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich weiß, danke. Halt die Fresse. So, ich möchte reiten. Welcher? Derselbe von gerade eben. Weil ich muss den erstmal auf B kriegen. So, GG. Weiter. Rennbahn. Kurze. Geben Gas. Los. Wer ist dabei? Der Peter ist dabei. Der Peter scheint ein echt guter Renner zu sein auch. Ne, der hat so richtig Feuer im Popo. Dann haben wir halt noch den Paul. Der Paul, der ist halt ein schneller Typ, aber der ist halt echt, der hat einfach keine Ausdauer, der Junge. Die Helene ist auch dabei.
Ja, die Helene, das ist so eine ganz frische eigentlich, ne? Und die, die hat halt auch, mega viel Speed drauf, aber die ist halt, ja, kein Durchhaltvermögen. Der Robert, der gute Robert, der ist, der liegt halt in der Hängematte. Und die Pia, die ist halt auch nicht so der Hammer. Also eigentlich der Beste ist halt Chogo. Und ich. Go, go, go. Boah, ja, super. Direkt in die, gut in die Kurve gekommen. Ja, ich renne trotzdem weiter. Ich renne weiter. Noch kann ich Stoff geben. So ist das. Oh, und jetzt bremsen wir erstmal. Was? Warum? Warum? Bist du dumm eigentlich? Du darfst mich nicht überholen. Bleib weg, du hast nicht viel Ausdauer. Also werd gefälligst langsamer und verrecke. Stirb. Der hat halt im Laufen hat er halt 7 Punkte mehr. Ach du fuck, ey. Hat er halt 7 Punkte mehr als ich. Also er ist halt schneller eigentlich. Ah, gut, jetzt haben wir den langsam abgeschüttelt. Aber der Lila, ne, der hat eigentlich die, am wenigsten Ausdauer gehabt. Der dürfte eigentlich nicht nochmal rennen wollen, müssen, können, dürfen. Weil wenn er nochmal ein bisschen sprintet jetzt, dann kommt er eigentlich erschöpft. Weil der ist ungefähr genauso viel gerannt wie ich und der hat aber weniger, weit weniger Ausdauer. Gab's da nicht? Konntest du nicht durch mehrmals drücken? Irgendwie konnte man, glaube ich, auch... Es gab da einen Trick, womit man die... Oder irgendwas, womit man die Ausdauer wieder auffüllen konnte. War das nicht so? Ich bin mir fast sicher. Weil vor allem, warum soll ich R1 und R2 gedrückt halten? Die Alte, die hat doch gar nichts davon gesagt, dass das irgendwas bringt. Und ich sehe auch nicht, dass wenn ich da irgendwie drauf drücke oder das halte oder so, dass sich irgendwas regeneriert. Wieder Erster. So muss das sein. So, wo ist denn Chocobos, Chocobo züchten, irgendwas Square. Ah, da sind wir schon durch. Super, was kriege ich? Hyper, Heiltrank, Hyper. Hyper. Ich habe gewonnen. Du kannst deine Karte gegen, ja, ich will GP natürlich haben. 100, ja, 50, super. Glückwunsch, du hast gewonnen. Und dein Chocobo ist einen Rang höher gestiegen. Im nächsten Rang ist es ein Beko-Chocobo. Natürlich gut. Ist natürlich saugut. Ja. Möchtest du reiten? Ja, ich möchte reiten. Jetzt möchte ich aber erstmal noch... dreimal mit dem guten Babbo reiten. Weil, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das auf die Reihe kriegen. Auch nochmal mit dem... Ach du Scheiße, der ist ja... Was zur Hölle? Ja, das erklärt aber auch einiges, warum wir den nicht nochmal steigern konnten. Junge, der geht jetzt richtig ab, Junge. Der startet durch die Decke ohne Ende. 106 hat der direkt. Ja, ich habe jetzt schon gewonnen, Alter. Ich brauche gar nichts mehr machen eigentlich. Bäm, Junge, Blitzstart! Boah, knallt der durch die Decke, der Junge. Zack. Ich bin gleich so schnell im Ziel, das wird der neue Bahnrekord werden, einfach. Guck mal, ob wir die gleich überhaupt noch sehen. Haben wir echt schon eine ganze Runde, sind wir schon eine ganze Runde vor denen? Guck mal, da unten. Ne, ich sehe keinen mehr. Njaum. Njaum. Boah, fuck, ey. Ja, das ist ja ein garantierter Win mit dem Jungen hier. Alter, wie der loslegt, ey. Hammer. Ja, Hammer, wer ist der Babo? Aber 100 pro. Guck mal, wie weit ich vorne bin. Ich habe eine halbe Streckenlänge Vorsprung auf die.
Alter! Njaum! Ja, wie könnte ich mit dem bitte verlieren? Ist der Obermega, ey, Hammer! Hammer! Formel 1 Rennwagen Chocobo. Jetzt brauche ich, muss ich immer ewig warten, bis die alle kommen, oder was? Ah. Vielleicht sollte ich da mit Absicht das eine oder andere mal ein bisschen warten. Kann man auch so stehen bleiben vielleicht und dann auf die warten. Ah, endlich. Oh, einfach mal der Oberflieger, ey. Hammer. Ja, ich will GP haben. Ja, ja, ist okay. Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich weiß, danke. Hau rein. Ich möchte den Chocobo eintragen lassen. Welchen denn? Hier, die Rakete, also Babu, die Rakete. Ist ja Hammer, ey. Ja, als wäre da irgendwo Konkurrenz bei. Jetzt müsste ich mir die angucken. Und Feuer! So, komm, wir laufen jetzt nur noch normal erstmal. Wir werden uns sowieso nicht einhalten können. Also, einholen können die uns sowieso nicht. Können die ruhig rennen, wie die bescheuert sind. Wie die lustig sind. Guck mal, wir brauchen nur noch normal zu laufen. Und schon, ich nutze einfach mal die ganze Bahn aus. Guck mal, ich laufe ein bisschen hier rüber. Und ein bisschen darüber. Na, wo bleibt der denn? Ihr Lappen. Kommt ihr? Nicht? Tja. Guck mal, ey, die können einfach nichts gegen diese Maschine machen, ey. Das ist ja absolut geisteskrank, dieses Tier. Awesome. Wie dieser Chocobo rennt einfach. Das ist so dieser normale Laufspeed für die anderen Rennen. Das ist so geil. Yeah! Da kann einfach nur was Geiles rauskommen, wenn der Junge hier ein Kind zeugt. Es wird einfach instant der goldene, mega shiny Chocobo mit Diamanten im Gesicht. Anders kann es einfach gar nicht laufen. Ja, was ist? Kommt da jetzt langsam mal? Wir warten. Wir haben ja schon längst Mittag und so. Ja, da, da, na, 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 ihr braucht alle viel zu lang. Aha, da, endlich. Was habe ich bekommen? Noch ein Hyper, alles klar. Was kriege ich dafür nochmal? 150 oder was, ne? Yeah, nämlich. Super. Ja, ich habe gewonnen. Natürlich habe ich gewonnen. Was für eine Frage ist das? Und jetzt nochmal Babu, die Maschine ab an den Start, Junge.